Heute die beste Blume für jeden Mann. Die braucht man nicht gießen. Eine aus Klemmbaustein. Ja, eine Männerblume. Wie auch für Frauen. Kein Thema. Eine Orchidee. Die sind ja so schon sehr genügsam. Meine Lieblingsblume, weil ich immer wieder vergesse, meine Blumen zu gießen. Die sind schon sehr genügsam. Und hier haben wir noch eine, die braucht gar kein Wasser mehr. Eine aus Klemmbaustein. Von der Firma Fragrance. Fragrance, keine Ahnung, wie es gesprochen wird. Das ist auf jeden Fall der Karton. Kauft bei uns im Baunatal Blue Brick Shop. Finde ich ganz cool. Ihr seht, wie schön die Blume an sich hier glänzt auf einem matten Karton. Auch die Logo ist hier drauf. Ich finde die Beschreibung cool. Designer Japul Hardcore Manufaktur. Und die Idee musste erstmal kommen. Das Ding ist echt hardcore. Ja. Die Rückseite. Mach so einen kleinen Ausschnitt. Der ganze Karton. Was sie gekostet hat, keine Ahnung, fragt mich nicht. Guckt bei Bluebricks drinne, die haben das Teil. Das ist auf jeden Fall die Blume. Ja, es ist herausfordernd, das Ding zu bauen. Ich hätte auch ein paar Sachen anders gemacht. Zumindest was den Blumentopf angeht. Das ist mir so ein Ding, der steht komplett auf Noppen unten drauf. Da hätte ich dann vielleicht doch irgendeine Fliesenvariante bevorzugt, damit das Ding auch vernünftig steht. Ist halt so. Meine Meinung würde besser stehen. Es wackelt auch ein bisschen hin und her. So. Was wir allerdings hier haben, sind diese ganzen schönen Blüten. Da sind jede Menge drin. Die Stiele, die Blumenblätter, der ganze Innenaufbau. Es ist ziemlich fragil und wackelig alles gebaut. Wenn es aber zusammensteckt, steckt's. Es hält auch. Es ist wirklich. Es wackelt zwar immer hin und her, wie eine echte Orchidee, aber es ist stabil. Es fällt nichts auseinander, es fällt nichts, es klemmt auch alles gut. Kann ich echt nicht meckern. Und das Schöne ist, ihr könnt euch nicht wirklich verbauen. Wenn ihr nämlich mal hier irgendwo eine falsche Stange eingesetzt habt, und das passiert hier drin echt schnell, dann es ist es nicht wirklich schlimm. Dann ist es halt eine andere Orchidee. Die wachsen ja eh nicht alle gleich. Auch mit diesem Blümchen. Das ist ein bisschen tricky rauszufinden, welches Blütenblättchen hier irgendwo hinkommt. Weil das ist in der Aufbauanleitung manchmal echt ein bisschen schlecht zu sehen. Es gibt weiße, es gibt hellgelbe, es gibt gelbe. Die sehen auf den Bildern bis auf die gelbe alle gleich aus. Das ist ein bisschen doof. Genau diese Blütenblätter hier unten drin manchmal. Das ist also, ja. Nicht wirklich zu erkennen, was welche Farbe ist, wenn es in der Aufbauanleitung. Aber ich habe persönlich noch keine Orchidee gehabt, die so viele Blätter gehabt hat. Und meine blühen schon gut. Aber das Ding ist echt schön gemacht. Also, eine Freundin von mir hat sich's auch geholt. Zufälligerweise das gleiche, wir wussten aber nichts davon. Und ich finde das Ding schön. Es sieht gut aus. Man kann die sogar in ein Fenster stellen. Und es wird von draußen fast keiner erkennen, ob das eine echte Blume ist oder nicht. Bei den Blütenblättern, bei den Blüten hier, diese großen Blüten, bei denen zu bauen, muss man echt genau hingucken. Ist in der Aufbauanleitung manchmal ein bisschen schwierig erklärt und gezeigt, das ist nicht ganz so schön gemacht. Ansonsten finde ich es auch cool, wir haben hier hinten diese Dinosaurierflügel. Das sind Dinoflügel. Von einem Pteraton, Pterazops, keine Ahnung, wie die Viecher heißen, diese großen Flügelviecher. Den haben wir hier als Blütenblatt genommen. Finde ich eine coole Lösung. Gefällt mir echt gut. Ansonsten haben wir hier einfach eine originale Männerblume. Oder für eure Frauen. Zum Muttertag. Weihnachten. Es steht bald an. Weihnachten ist bald. Kommt immer so überraschend. Dieses kleine Set. Kauft es für die Frau und sagt ihr, ich baue es auch. Ihr habt den Bauspaß und die Frau kann sich ins Fenster stellen. Win-win-Situation. Nein, das Ding ist echt cool. Bei uns steht es auch auf dem Schrank. Meine Frau liebt das Ding. Sie ist liebend, sie findet es cool. Sie wollte so eine Orchidee ganz gerne mal haben. Zwar vom Däne, aber das Ding hat ihr besser gefallen. In dem Sinne, viel Spaß beim Bauen.
Vielleicht Heiligabend oder die Feiertage. Eure Frauen werden sich, wenn sie Klemmbausteine mögen, freuen. Bis dahin, macht's gut.